Hi Leute, fürs Protokoll, das glaubt ihr mir nicht, gell? Ich komme vom Amt, meine ganze Identität wurde verändert über Hacker. Ich musste meine ganzen Unterlagen neu, meine Zeugnisse. Zum Beispiel wurde gesagt, ich hätte einen Hauptschulabschluss. Ich habe einen Realschulabschluss und zwei Ausbildungen, davon war nichts mehr zu sehen. Ich hätte meine Schule in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Stadt gemacht. Was ist los? Ich musste alles vorlegen. Es wurde durch Hacker alles geändert beim Amt. Meine ganze Identität. Die können sich nicht erklären, warum. Ich habe jetzt meine ganzen Zeugnisse vorgelegt, alles, wo ich geboren bin, wo ich meine Schule gemacht habe, meine Ausbildungen, welchen Notenabschluss. Das war alles verändert worden. Nur dazu. Das sagt ja, das bestätigt ja alles eigentlich, was ich hier gesagt habe und was von außen passiert. Nur fürs Protokoll. Danke, ciao.